Musik. Gut, und wir schalten auf Easy. Und los geht die Abenteuerfahrt zu den Mayas. Wenn wir ein paar Monster hier finden sollten. Bestimmt sind in meinem Haus schon welche gespawnt, weil wir das nicht ausreichend erhellt haben. Okay, gut. Wäre eigentlich besser gewesen, wenn wir nachts gegangen wären. Dann wären hier mehr Monster. Ich hab's vergessen, sorry. Sorry, Leute, ich hab's vergessen. Und was ist da hinten? Ich dachte, das wäre ein Skelett. Aber es ist hier nur eine Lücke. Eine stinknormale Lücke. In meinem System. Und warum habe ich das jetzt gerannt? Mein Anfangsboot ist zerstört, mit dem wir herkamen. Oh. Und hier sieht man ja, unser Haus macht sich allmählich bemerkbar in der Landschaft. Gute Sache. Hoch, und es war ein Auto. Und kaum sind wir wieder im Dschungel, begrüßen uns die Hühner. Das ist eine Warnung. Kommt nicht ran. Komm nicht an uns ran. Hoch. Da nehme ich mal Abstand von dieser Höhle hier. Und da sind... Ist es ein Hund oder eine Katze? Das ist doch irgendwas. Ist es ein Hund oder eine Katze? Sieht nicht aus wie eine Katze, oder? Tatsächlich, es ist eine Katze. Aber wir haben keinen Fisch dabei. Schade eigentlich. Ich hätte gerne noch ein paar Katzen bei mir. Wir können ja eigentlich welche aus Staffel 1 mitnehmen, aber ich glaube, die Reichweite für den Teleport ist nicht ausreichend. Ich glaube, die ist so weit, dass sie sich zu uns blinken könnten. So, jetzt also hoffe ich, dass ich den Tempel bald finde. Und dann nehme ich mir schnell die Sachen mit und verpiss mich wieder. Und dann erkunden wir weiter ein bisschen die Landschaft, damit wir ein Bild davon bekommen, wie es bei uns so aussieht. Und was für Biome in der Umgebung sind oder sich befinden. So, und ich glaube, wir müssen jetzt auch gleich da sein. Ich hoffe, die sehen mich nicht als Feind, die Mayas, und greifen mich mit ihren Blasröhren an. Ja, und hier sieht man das Holz, das Dschungelholz. Das sieht ziemlich stark aus. So einen starken Braunton. So, ich glaube, ich schwimme jetzt bewusst am Rand entlang, weil ich zu feige bin, jetzt auf Easy ins Landinnere reinzugehen. Ja, ich bin so ein Weicher, ich gib's zu. Falls ihr einen Weicher sehen wollt, schaut euch das Länder-Special an. Findet ihr auf meinem Kanal. Hier ein bisschen Schleichwerbung, so. Und ja, ich glaube, der Tempel war hier einst, aber wir haben den ja fast komplett abgebaut. Deswegen müsste sich hier jetzt eine Truhe irgendwo befinden. Oder ist es da drüben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja damals gesagt, ich werde Probleme haben, das wiederzufinden. Und ich glaube, das ist jetzt auch so. Aber ich glaube, an den großen Baum kann ich mich erinnern. Und wisst ihr, was ich jetzt hoffe? Ich hoffe inständig, dass jetzt nicht wieder diese Musik kommt. Diese unheilsverkündende Musik. So, hier eine Melone. Ich wollte schon Birne sagen. Aber Birnen gibt es noch nicht. Soweit sind wir noch nicht in Minecraft. Also gut, hier ist ein Tigerbiom. Ja, und hier ist der Dschungeltempel von den Mayas, den wir ein wenig angekratzt haben. So. Oh, und hier ist ein Hühnchen gefangen. Okay, gut, dann schalte ich wieder auf Peaceful und baue das Ganze wieder ab, weil ich so eine Pussy bin und Angst habe, dass während des Abbaus des Tempels Monster kommen und mich begrüßen. Ich sag nur Creeper. Aber die Musik lasse ich weiterhin noch an. So, und jetzt nehmen wir hier wieder ein bisschen Dschungeldingens mit. Ich glaube, das baue ich später im Keller ein. Übrigens möchte ich aus dem Keller eine Katakombe machen, aus dem Lagerhaus zum Beispiel. Ja, dann mache ich einen Keller draus. Und vorzeitig benutze ich das als Lagerhaus. Später allerdings, wenn wir ein weiteres Haus gebaut haben, irgendwo, werde ich die ganzen Ressourcen umsiedeln in ein anderes Haus. Ja, und das Haus, was wir dann später gebaut haben.
Und aus dem Lagerhaus, was wir jetzt momentan haben, werde ich komplett eine Katakombe machen. Und aus den Truhen, die dort stehen, werde ich vielleicht ein paar Särge machen oder so. Ein paar Knochen vielleicht reintun, damit das Ganze ein bisschen gruseliger aussieht. Natürlich werde ich das Ganze auch ein bisschen verdunkeln, damit hier Monster spawnen. Damit wir Tag und Nachts Geräusche aus dem Keller hören. Gruselige Musik, nachdem ich das gesagt habe. Gut, und jetzt, während wir hier beim Abbau sind, erzähle ich euch etwas über die Abenteuer von. Nein. Über die Abenteuer, wie oft ich gesagt habe, mit Christoph Kolumbus. Gut, also ich würde vorschlagen, welches Land haben wir denn jetzt noch auf unserer Liste von denen, über die ich noch nichts erzählt habe? Also wir haben Japan, wir haben Österreich, wir haben Deutschland, wir haben Türkei, wir haben Mailand, mehr oder weniger. Ja, und unsere Spitzhacke ist kaputt. Das ist schlecht. Denn wir haben keine neue. Aber wir haben ja jetzt ein wenig Cobblestone gesammelt. Aus denen könnte ich mir vielleicht eine Spitzhacke machen, nachdem ich hier jetzt mich von dem Leck hier befreit habe. Warum leckt es eigentlich? Ich hab doch das Spiel, ich meine, meinem Computer neu gestartet. Es müsste, glaube ich, nicht mehr laggen. Ach, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und es kommt mir nur so vor. So, hier weiteres Mossstein. Okay, gut, wir haben hier zwei Stöcke zufälligerweise. Ich glaube, die habe ich mir schon bereitgelegt. So, hier eine Steinspitzhacke. So, und welches Land? Na, jetzt aber. Wollen wir denn jetzt nehmen? Ich würde vorschlagen, da wir jetzt schon dabei sind, reden wir mal über Mexiko. Weil Mexiko früher der Schauort der Azteken und auch der Mayas war. Wobei Mayas ist relativ eher die Azteken. Aua. So, und ja, die Azteken, die kamen vor mehreren Tausenden, naja, von Tausenden nicht, aber vor mehreren Jahren über Alaska nach Amerika. Ja, damals waren es noch keine Azteken, damals waren es einfache Siedler, die nach Land suchten rund um die Welt. Es waren die ersten Menschen in Amerika. Die kamen halt über Alaska. Über das gefrorene Alaska sind sie damals gekommen. Damals war, glaube ich, noch Eiszeit, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir nicht so sicher. Und dann kamen die bei dem heutigen Mexiko an und errichteten dort ihre Städte. Eine ihrer berühmtesten Städten ist. Wie heißt die Stadt? Wie heißt die Stadt? Slux? Nee. Tenochtitlan, genau. Tenochtitlan. Damals errichteten die Steinmetropolen im heutigen Mexiko, was damals sehr sonderbar für das Volk war, denn es war ja ein primitives Volk. Aber die konnten Steingebäude errichten, so richtige Aztekentempel, kennt ihr bestimmt, wo die ihre Leute geopfert haben, den Göttern zum Beispiel, den Sonnengott. Und ja, im 15. Jahrhundert kamen dann die Spanier nach Amerika. Also, und jetzt erzähle ich euch was über die aufregenden Abenteuer von Christoph Kolumbus. Denn, nee, Kolumbus war nicht der erste Spanier in Mexiko, glaube ich zumindest. Also ist wieder alles spekuliert jetzt momentan. Aber ich glaube, der erste war Hernán Cortés. Der hat auch später die Mayas besiegt und damit, ja, dann hat Spanien immer weiter Amerika erobert. Also Spanien hatte Südamerika fast vollständig besetzt. Ausnahme war Portugal und ja, das heutige Brasilien halt haben sie nicht besetzt.
Und Nordamerika, da haben sie auch nur Mexiko besetzt und Teile des heutigen, der heutigen USA, ich glaube bis Florida haben sie noch alles erobert in Nordamerika und mehr nicht. Und ja, später dann wurde das spanische Königreich instabil und die Kolonien wurden unruhig, inklusive Mexiko. Und deswegen erklärten sich die Mexikaner, ich glaube, es war im 18. Jahrhundert, erklärten sie sich unabhängig von Spanien und Mexiko war gegründet. Es war damals größer, als es heute ist. Ich glaube, es ging so bis ins heutige New Mexico rein, in den USA zum Beispiel. Später eroberten die Amerikaner New Mexico. Das ist auch der Grund, warum in den USA noch ein paar Leute leben, die irgendwie mexikanischen Akzent haben. Und ja, dann, das war dann schließlich das heutige Mexiko, wie wir es heute kennen. In den Weltkriegen hat es sich, glaube ich, nicht beteiligt, soweit ich weiß. Ja, das ist die Geschichte von Mexiko. Und warum man eigentlich darüber erzählt, dass die immer solche Strohhüte tragen, kann ich mir so erklären, dass es vielleicht in Mexiko immer so heiß ist, sodass sie den Strohhut quasi erfunden haben. Und das wurde dann später wahrscheinlich in ihre Kultur irgendwie übernommen. Aber es ist wie alles nur spekuliert, also das weiß ich auch jetzt nicht so genau. Gut, und jetzt haben wir auch schon einiges an den Tempel abgebaut und unsere Spitzhacke ist perfektes Timing im Arsch. Verdammt, jetzt muss ich den mit der Hand abbauen. Okay, warten wir mal 10 Sekunden. Ich baue diesen Block ab, okay. Oder waren das eigentlich 10 Sekunden oder dauert es 6 Sekunden? Ne, 6 ist zu kurz. Ich glaube, das sind wirklich 10 Sekunden. Oh. Also gut, dann mache ich mir jetzt einfach eine neue, nachdem ich hier das Holz hier umgewandelt habe in normales Holz. Verdammte Hacke. So, neues Stöcke. Ich stöcke den Stöck jetzt irgendwo rein. So, dann zwei, dann drei. Gut, die drei Spitzhacken müssten reichen, um den Tempel komplett abbauen zu können. Und dann müssen wir uns von den Mayas verabschieden. Auch die armen Mayas. Aber wir werden sie wahrscheinlich im anderen Dschungel wiederfinden. Und ich glaube, das sind dann die Azteken. Genau, die Mayas, die lebten ja in der Yucatan-Halbinsel. Da ist ja auch, das ist zufällig der Ort, an dem der Meteor eingeschlagen ist, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und deswegen konnte ich mir im Jahr 2012 ein bisschen vorstellen, dass die Welt tatsächlich untergegangen oder untergehen würde, aber nur ein wenig. Weil die vielleicht irgendwas mit den Meteoriten irgendwie erforscht haben könnten, dass vielleicht ein neuer Meteorit einschlägt oder so. Keine Ahnung, also irgendwie hatte ich schon ein kleines mulmiges Gefühl, wenn die Mayas das schon so gesagt haben. Und da sie an dem, ich sag jetzt mal, Ground Zero des Meteors stehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie so eine Ahnung davon haben, was Meteoriten angeht. Aber es ist ja zum Glück nicht passiert, dass ein Meteor die Erde zerstört hat. Dafür vielleicht im Jahre 2000, wann kommt der Meteorit? 28, glaube ich. Schlägt vielleicht ein zu einer Chance von 0,0001% oder so, keine Ahnung. Aprophis heißt der, glaube ich, oder heißt der Aprophis? Ja, ich glaube, der Meteorit heißt Aprophis. Ich bin mir allerdings nicht so sicher. Ja, ihr könnt es ja mal googeln auf Wikipedia, einfach eintippen: Aprophis Meteorit. Und ja, der müsste Aprophis, glaube ich, heißen. Aber ich bin mir relativ sicher.
Also falls euch das Thema interessiert, tippt ab Profis Wikipedia ein. Und ja, wusste ihr übrigens auch, dass dieser Meteorit, der in Russland eingeschlagen ist, ein Splitter des eines größeren Meteorits war? Also das beunruhigt mich schon. Also wenn Alprofis zum Beispiel kommen wird im Jahr 2028 oder wann auch immer, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch wieder so ein paar kleine Splitter von Alprofis abgehen und auf die Erde fliegen könnten, wie damals beim russischen Meteorit, der damals ja, in Russland eingeschlagen ist. Die Stadt habe ich vergessen, wie die heißt. Ich habe mir die Stelle auch angeschaut bei Wikipedia, wo der Meteorit eingeschlagen ist. Also das war für einen Meteoriten schon recht nahe an meiner Heimatstadt Augsburg dran. Also, und ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, was der Meteorit so für einen Schaden angerichtet hat. Das war, glaube ich, boah, das war so groß wie ein Fußballstadion, was jetzt zerstört hat. Ja, so groß wie ein Fußballstadion. Da passt die Musik ganz recht jetzt. Stell dir mal vor, so ein Meteorit trifft eine Stadt. Dann wäre die Wirtschaft dieser Stadt komplett kaputt. Und ja, und auch viele Tote gäbe es. Ich meine, in Deutschland, glaube ich, leben auf einer Fläche von 1 Kilometer so 1000 Menschen. Also auf 1 Quadratkilometer, tut mir leid. 1000 Menschen leben, glaube ich, dort. Und so ein Meteorit, der hat ja so einen Radius, glaube ich, von, ich sag jetzt mal, 3 Kilometer Zerstörung angerichtet. Das heißt, es würden, wenn so ein Meteorit in Deutschland einschlagen würde, 3000 Menschen sterben, ungefähr. Und wenn es die Stadt treffen würde, wäre der Schaden vielleicht sogar noch größer. Das entspräche der Todeszahl vom 11. September. Ja, das ist halt so Meteoriten-Style. Opa, Meteoriten-Style. Gut, und gleich verabschieden sich die Mayas von der Weltgeschichte unserer Welt. Ich hoffe, jetzt fliegt kein Meteorit auf uns, wenn wir den Tempel komplett abgebaut haben. Aber wir werden das ja schon sehen. Ich glaube, es fliegt was anderes auf uns. Und zwar was Grünes, Flauschiges. Halt dein Bespiele auf Pistol. Okay, gut, jetzt haben wir es ja gleich. Hurra! Ich glaube, na, wobei, den Boden müssen wir noch abbauen, das kann auch noch ein bisschen dauern. Aber ich kann euch ja hoffentlich gut unterhalten. Gut, was gibt's denn noch für Themen, über die man sprechen könnte? Ja, ich habe mal so eine Doku auf N24 gesehen. Da, das heißt irgendwie, wie hieß denn das nochmal? Könnt ihr euch, glaube ich, auch auf YouTube anschauen. Das heißt, die letzten Stunden der, Flucht von der Erde heißt es, genau, Flucht von der Erde. Tippt es mal bei YouTube ein, da gibt es die Dokumentation irgendwo. Dauert 1,5 Stunden. Ist wirklich interessant, also da, das ist halt eine Doku darüber, dass ein Meteorit...